bin weiter damit beschäftigt, aus Gründen der Materialersparnis eine Sandunterlage für die Schotterung zwischen die Schwellen zu kippen. Ein bisschen was ersetze ich hier gerade Materialaufwand durch zeitlichen Aufwand. Aber beim Hobby kann man sich das ja gut erlauben. Jetzt fülle ich erstmal eine Runde Leim nach. Nicht, dass mich der Wecker gleich überrascht.
So. Und drauf mit dem Leimwasser. Die nächste Station wäre jetzt der Bereich hier zwischen diesen Schwellen, im Außenbereich. Aber vom Volumen her, das ich dabei schütte, das merke ich ja daran, wie viel auf dem Löffel ist bzw. war. Dürfte sich das überhaupt nicht lohnen. Da kann ich besser hier noch ein bisschen loslegen. Da sollte jetzt wieder etwas Leim drauf.
zwar sollte der Leim jetzt noch auf all diese Stellen. Ja, in der Summe würde ich sagen, ganz gut vorangekommen. Für meinen kleinen Bereich, den ich hier in der Planung und im Zugriff hatte, ist das erdreich beschüttet. Und weit über die Hälfte von den Schwellenzwischenräumen mit dem Sand beglückt. In dem Tempo darf es weitergehen.